Ein herzliches Willkommen hier zurück wieder zu Way of the Hunter. Und wir sind Bergzieher. Wir haben uns Wochen hierher teleportiert. Da habe ich plötzlich die hier gesehen. Weiße Schimmer halt einfach du. Hier noch Grauwölfe. Zuerst wollte ich eigentlich vielleicht testen, ob wenn man im Auto jetzt wegfahren würde, ob es hier erschrecken würde. Aber habe ich mal gedacht. Ja, dann doch besser bleiben. Bergziegen essen hier oft. Die Ansprüchen. Hinten geht welche. Ihr Bergziehgetränke. Geht es hier? Denn hier sind dann wieder der nächste Ansatz. Riesige Herde Bergziegen. Hier. Verhalten ist ziemlich ruhig, muss ich sagen. Mit
glaube, die Arme ruckeln. Schauen. Wäre natürlich nicht so fein. Gut, ich bin mir nicht sicher, ich möchte die Aufnahme jetzt nicht unterbrechen. Weil wir eigentlich eine sehr gute momentan haben hier jetzt. Wenn, müsste ich mir das Problem eh nachher anschauen dann. Das ist einiges erschrocken. Auch hier haben wir tatsächlich. Hier. Ganz dunkle vorne. Verdeckt ist. Liegt sofort. Halt auch ein Wolf. Wie los gerade? Ich würde sie gerne auf jeden Fall. Jetzt sind sie nicht gelaufen. Kleines Stück.
Ja. Und die hauen jetzt ab. So, die CD ist nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, wir haben es. 8 Uhr. Oder schon in Hochstand mal was gesehen. Also bei jedem Ansitz eigentlich. Caribus. Okay, sollen ruhig. Auf jeden Fall auch Abschuss. Dinger dabei. Wind geht halt auch genau in diese Richtung. Ob es irgendwo so ein Bedürfnisgebiet gibt. Suddenly. Weiter geht's. Kann auch sein, dass es nur im Auto ruckelt, weil die Map zu schnell ladet. Muss ich mir dann echt anschauen. Sollte aber nicht sein. Hier ist einer da unten. Sehen wir in etwa, ob hier was ist. Eh nichts. Das ist wirklich ein Durchzug von den Bergen hier, kann man sagen. Und nächster wäre dann einen Kilometer entfernt. Nach einer Revierrundfahrt. Weil eigentlich haben wir schon drauf. Was da drüben dann noch für Hochsitze gibt. Von der Gegend, hier kann man schon mal schauen, ob was durchstreift. Da vorne ist die Kanzel. Da steht tatsächlich was. Komm mal rauf.
380 Meter. Hallo? Okay. Fast 500 Meter. Da liegt. Da habe ich ganz schlecht getroffen. Ich glaube, den habe ich nicht gut getroffen. Das war einfach ein vorheriger Schuss. Den Bären. Aber die Karibus, die liegen im Schuss. Habe ich auch mit Klasse 6 Waffen geschossen. Mit der 5er. Wenn diese Aufnahme ruckelt, weiß ich auch nicht. Auf Bedürfnisgebiete gibt zwischendurch. Davon hätte es noch einen Hochsitz gegeben. Frage, ist er das? Schlecht aus. Fliehen die Bergziegen. Jetzt noch auf die Karibus. So, das war der erste, den wir hatten. Haben wir das Rückgrat abgeschossen. Oh mein Gott. Der Schuss war gar nicht so gut. Na, aber da war richtige Wahl. Den habe ich dann eigentlich nur, weil er noch da gestanden ist. Wird ein Weibchen gewesen sein, aber. So, dann holen wir uns den Bären. Werde ich die Folge mal beenden. Dann mal sehen, ob die Folge wirklich tatsächlich ruckelt. Wenn, wäre es ein Problem. Wenn. Dann ziehen wir das Streaming-Programm mal neu starten.
Ja, aber schöne Schüsse waren das jetzt auf jeden Fall. Weite Distanz. Noch weiter wäre das fast schon. Gut, und die Straße führt dann doch hoch dort. Wird schon bei der Straße sein. So. Warum wir das eigentlich auch machen, der einzige, was ihr das nicht mitbekommen habt, ist eben irgendwie Vorteile. Da reisen die Kilometer mit dem Auto. Eben, weil da wird auch 25 weniger gestört. Wäre wichtig, wenn man solche Systeme dann anfährt. So, ist die Frage, ob das der richtige Bär war? Ich denke schon. Schauen, ob das Geld gibt. Ah, verschwendet ein Dollar. Genau die richtige Antwort. Oh Fuchs, da werden wir eh nicht auf Trophäenjagd gehen, dabei ist es wurscht. Gut, hier. Das war ein anderer, ganz klar. Erster Schuss. Weiter Schuss. Ritter hat dann gepasst. Bisons hier oft. Aber gut, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann auf der Straße da drüben wieder. Bis dann, macht's gut, baba.